Hier sind wir also. Die Formel 1 ist wieder in Marina Bay zu Gast. Und ich heiße alle Zuschauer zu Hause herzlich willkommen, die heute für dieses faszinierende Rennen auf den glühend heißen, aber wunderschönen Straßen von Singapur eingeschaltet haben. Der Marina Bay Street Circuit, 5 Kilometer lang, 47% werden mit Vollgas befahren, 13 Links- und 10 Rechtskurven und leider Gottes immer noch ein sehr welliger Bodenbelag. Außerdem interessante Bedingungen, denn es ist heiß und feucht. Und trotzdem freuen wir uns auf dem Raffles Boulevard auf Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 322 Stundenkilometern. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Charles Leclerc startet aus der Pole Position und Lando Norris steht daneben. Im Rest der Startaufstellung haben wir Hamilton, Perez, Valtteri Bottas und Mick Schumacher, Magnussen, Verstappen, Gasly und Alexander Albon, Ricardo, Vettel, Carlos Sainz und Fernando Alonso, Stroll, Tsunoda, Esteban Ocon und Lirim Zindeli, Latifi, die einzig wahre, Joe und George Russell schließt die Startaufstellung ab. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Stefan Römer ist heute wieder bei mir in der Kommentatorenbox. Hallo Stefan, ich bin neugierig. Als jemand, der selbst schon auf der Strecke war, wie kommt man mit der Nervosität zurecht, wenn man seine Startposition einnimmt? Ich denke mal, Sie werden langsam das Adrenalin spüren, wenn Sie an den Weg zur ersten Kurve denken. Fast so, als ob man sich auf einen Kampf vorbereiten würde. Die unbekannte Situation fordert Nerven, doch das ist gut. So konzentrieren sich alle auf den Moment und ihre Umgebung, während wir auf den Start des Grand Prix zusteuern. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Und damit herzlich willkommen zurück zur F1 22, meine Teamkarriere hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem Ray. Ja, an alle, die das Qualifying verpasst haben, da wurde viel gelabert und wenig gefahren und das, was gefahren wurde, war nicht gut. Ja, deswegen auch nur P20, eigentlich P22, war tatsächlich der langsamste im Feld. Ja, ich habe die Runde irgendwie nicht zusammenbekommen, habe dann auch einen leichten... Ja, Halbdreher, sag ich es mal, drin gehabt. Und dann war natürlich die Zeit auch irgendwie so ein bisschen futsch. Aber warum wurde auch viel gelabert? Um das ganz kurz nochmal ins Gedächtnis zu holen. Wie gesagt, gerade für diejenigen, die die Qualifyings nicht schauen. Es kam mittlerweile ein Update raus, die Version 1.06. Und die hat vieles, vieles verändert. Nicht unbedingt jetzt zum Positiven oder Negativen. Es hat es einfach nur verändert. Insbesondere Handling-Modell, Grip-Level bzw. Traktionslevel ist verbessert worden, was sehr, sehr gut ist. Aber man kann da viel mehr jetzt mit arbeiten und spielen. Sehr gut. Also das heißt, viele Dreher der Vergangenheit hätten vielleicht verhindert werden können oder zumindest mal abgefangen werden können. Aber sie haben auch ein paar Sachen nicht angepasst, wie zum Beispiel dieses extreme Rausbeschleunigen aus langsamen Ecken der KI und die extrem krasse erreichende Höchstgeschwindigkeit der KI. Und generell, das neue Handling-Modell, nenne ich es jetzt einfach mal, hat die KI nicht beigebracht bekommen, sodass sie an manchen Stellen unfassbar schnell sind. Und generell ist die KI, so wie es scheint, einfach ein Ticken schneller geworden. Und auf manchen Strecken ein bisschen mehr als auf anderen. Und ja, vielleicht bin ich einfach schlecht auf Singapur. Was ich aber irgendwie eigentlich nicht so in Erinnerung habe. Vielleicht nicht der Beste, aber bestimmt auch nicht der Schlechteste. Sei es drum, auf jeden Fall musste ich hier, ja, höret, die KI-Stufe um 13 Punkte reduzieren. Also wir haben das Qualifying auf 86 gemacht. Zuletzt sind wir ja auf 96 gefahren. Und dann habe ich festgestellt, ja, trotzdem, auch wenn ich die Runde zusammenbekommen hätte, keine Chance und habe sie dann nochmal um 3 Stufen reduziert. Und vielleicht ergeht es dir ja genauso nach dem Update, dass in deiner My-Team-Karriere oder Fahrerkarriere die KI einfach unfassbar stark geworden ist. Deswegen vielleicht da, um dich zu beruhigen, nee, das ist leider normal und das ist anscheinend jetzt der Konsens, dass wir deutlich reduzieren müssen. Das Problem ist, das kann jetzt im nächsten Rennwochenende wieder komplett anders sein. Wir müssen jetzt von Rennen zu Rennen, von Strecke zu Strecke einfach schauen. Ich mache da kein Riesenthema jetzt mehr drum. Ich habe da, wie gesagt, in der letzten Folge sehr ausführlich argumentiert. Es ist, wie es ist. Wir nehmen es an. Und wenn sie mal zu stark ist, dann ist es so. Und wenn sie mal zu schwach ist, dann ist es auch so. Ja? Dann werde ich es aber auch so sagen. So nach dem Motto, okay, hatte ich keine Chance gegen die Gegner. Oder, oh, da habe ich die Gegner aber gut weggesteckt. Vielleicht hatten sie heute einen schlechten Tag. Zwinker, zwinker. Thema zu schwach eingestellt. So, aber egal. Wir konzentrieren uns aufs Rennen und machen das Beste draus. Ich habe Bock auf das Projekt und ich glaube, du hast auch Bock auf das Projekt. Und wir wollen uns nicht ewig mit irgendwelchen Patches oder sonst was aufhalten. Weil mir geht es irgendwie auf den Sack. Das hat das F1 2021 Let's Play schon eigentlich so vorzeitig beenden lassen müssen.
Und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ja, ich will das durchziehen, ich will Spaß haben. Und wenn wir halt nochmal 30 Stufen nach unten gehen müssen, dann ist es so. Dann kann von mir aus irgendein Clown in den Kommentaren schreiben, ich fahre immer noch auf 110. Dann kannst du dich freuen, dann kannst du dich bei der nächsten E-Sport-Meisterschaft anmelden. Da bin ich ja gespannt, wie du die dominierst. So, egal. Ich muss ja kein E-Sport-Weltmeister werden. So, ja, wir bleiben bei der Standardstrategie. Ich glaube, das macht alles andere macht auch keinen Sinn. Und wir tanken aber ein bisschen ab. Ich glaube, Sprit wird nicht so drastisch sein. Machen wir mal so, das sollte eigentlich passen. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in die Einführungsrunde. Ja, weil das Fraktionslevel ein bisschen besser geworden ist, weil die ersten Gänge ein bisschen länger übersetzt sind, habe ich jetzt auch wieder auf manuellen Start gestellt. Das war ja schon immer auch der Plan. Und jetzt hoffe ich mal, dass wir ordentlich Temperatur reinkriegen. Ja, Temperaturen auch ein richtiges Stichwort. Es wurde was an den Reifen drüben Temperaturen getan. So überhitzen die Reifen schneller und der Gripverlust ist heftiger jetzt, ab jetzt. Und deswegen sind halt hohe Drücke eigentlich gar nicht mehr möglich. Man muss jetzt eigentlich schon echt mit sehr niedrigen Drücken fahren. Wie ihr seht, fahre ich weiterhin aber nur mit der Oberflächentemperatur. Hat einfach den Grund, ich wollte nicht zu viel auf einmal jetzt ändern. Und einfach mal gucken, wie es halt ist. Aber auch hier natürlich, habe ich es immer gesagt, werde ich natürlich wieder zurückgehen auf ja, Gesamttemperatur, also Kerntemperatur und Oberflächentemperatur, wenn es halt sinnvoll ist. Allerdings, das muss man halt auch sagen, die Konkurrenz, um es mal so auszuformulieren, hat halt immer nahezu perfekte oder hat sogar perfekte Temperaturen. Und ich habe das ja einfach nur eingestellt, um halt einfach den Ausgleich zu haben. Im Multiplayer, wenn alle gleichen Bedingungen haben, dann habe ich auch gerne die Kerntemperatur wieder mit dabei. Für mich persönlich fühlt es sich sogar ein bisschen besser an. Aber man hat einfach an so vielen Stellen den Nachteil, sei es am Rennstart, am Safety Car Restart, nach aus der Box raus. Und diese Nachteile müsstest du halt immer wieder rausfahren, zufahren. Und ja, deswegen die Entscheidung, ganz früh im Let's Play getroffen, darauf zu stellen. Und genau. Deswegen erstmal da keine Änderung, aber auch das jederzeit möglich. So, jetzt gucken wir mal. Quali, wie gesagt, war nicht gut. Keine gute, schnelle Runde hinbekommen. Vielleicht zu wenig Vertrauen in dieses neue Traktion, die wir jetzt haben, bekommen. Wobei ich sagen muss, ich musste das Setup sehr aggressiv machen. Für meine Verhältnisse aggressiv machen, um überhaupt um die Ecken zu kommen. Und deswegen, ja, ist es so ein zweischneidiges Schwert, ja. Mehr Traktion jetzt zwar, aber dadurch auch wieder aggressiveres Setup, also mal gucken. Wie es im Rennen ist, wichtig ist durchkommen, wichtig ist kein Unfall bauen, wichtig ist sich nicht zu drehen, Flügel abknacksen oder sonst was. Und einfach Spaß haben und gucken, was geht. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt ganz viel Spaß und die bestmögliche Unterhaltung beim großen Preis von Singapur hier in dieser MyTeam-Karriere, in unserer MyTeam-Karriere mit unserem PXR Racing Formula One Team. Oh, das war zu weit. Verdammt. Das habe ich falsch eingeschätzt. Ja, egal. Gucken wir mal. Der Mercedes da hinten wird eh Kasala machen. Ich kann fahren nicht los. Hä? Ich drück doch die Kupplung. Nein, ich drück sie nicht. Oh Gott, ich bin so dumm. Ja, das war ein Fail. Ich habe die Kupplung mal umbelegt vor Ewigkeiten. Hab natürlich meine alte Kupplung-Taste gedrückt und nicht die neue. Mein Fehler. Oh Mann. Jetzt wollte ich mal zeigen, wie cool es ist, mit mehr Traktion zu starten. Und ich verkacke trotzdem den Start. Oh, ich bin ja ein Meister da drin, ey. Alles beim Alten, also. So, jetzt gucken wir mal, dass wir da wieder zufahren. Aber ich denke, durch den berühmten Ziehharmonika-Effekt werden wir da wieder rankommen. Das Ding ist nur, vielleicht hätten wir ja ein paar Positionen gewinnen können oder halten können. Sei es drum. Quetsch mich damals einfach mit rein, warum auch nicht. So, Ziel ist natürlich so schnell wie möglich vielleicht an Virim vorbei. Und ob das jetzt hier außen klappt, wahrscheinlich eher nicht. Überholen finde ich eh nicht so einfach tatsächlich in Singapur. So,
So, ich mache mal die Temperaturen trotzdem, weil ich einfach wissen will, wie die Oberflächentemperaturen sich entwickeln. Weil das sorgt auch für einen Dreher. Man kann für einen Dreher sorgen. Ja, Shortshiften immer noch der Schlüssel zum mehr Traktion zu haben. Es ist nur jetzt ein bisschen, finde ich, ja, eingängiger, wann man Shortshiftet und wann nicht. Und man muss nicht diese übertriebenen Shortshifts machen, dass man da jetzt irgendwie zwei Gänge überspringt oder sowas. Es sind jetzt eher so realistische Shortshifts, wie sie es, denke ich, auch in der echten Formel 1 einfach zum Teil tun. Na, hier zweiter, dann dritter relativ früh, bevor man Vollgas gibt auf den vierten. Man kann sogar fast schon in den vierten gehen und Vollgas drücken. In der Regel, wenn das Lenkrad nicht allzu krumm steht, sondern gerade steht. Also das sollte eigentlich dann möglich sein. Schade. Zu viel RS will ich auch nicht verballern. Aber ich will jetzt eigentlich sogar an Lirim vorbei, wenn ich ehrlich bin. So viel wie es irgendwie. Boah, mit dem inneren Körper kann ich aber so nicht fahren. Ich habe das Fahrzeug schon ziemlich hochgelegt, aber. Jetzt halt gleich wieder den DRS Powertrain geben hier. Guck ich mal. Mein Setup, finde ich, ist mir eigentlich ein ganz gutes gelungen, für das, dass sich vieles verändert hat. Deswegen umso ärgerlicher, dass ich im Qualifying irgendwie keine gute Zeit hinbekommen habe. Vielleicht ist das jetzt unsere Chance, weil Russell hat einen Angriffsversuch gemacht an der Stelle, was ich nicht sinnvoll finde, aber er hat es gemacht. Es hat ihn Schwung und Zeit gekostet und jetzt haben wir ein bisschen Lücke nach hinten. Und sind dran an Riedem. Müssen wir aufpassen, hier die rechts gut hinzubekommen. Er hat auch DRS, das ist das Problem, aber vielleicht trotzdem. Viel ERS-Verbrauch. Oh Gott. Ja, sorry. Aber da hat er mich quasi schon fast rausgeschickt. Ich denke, es ist trotzdem noch Regel. Konform, ansonsten das Spiel sagt ja eh schon, wenn man Off-Track überholt, wenn es nicht okay war. Darauf können wir uns verlassen. Schade, jetzt hat halt Lirim auch eine Position nochmal verloren. Aber Lirim hat mich ja quasi schon fast Off-Track geschickt. Also hätte ich die Linie zugezogen oder gehalten, dann hätte es viel mehr in Kontakt gegeben. Deswegen denke ich mal, war das schon in Ordnung, so wie es war. Natürlich hier innen rein. Das kennen wir schon aus den vergangenen F1-Teilen. Ich weiß nicht, warum die KI da so spät bremsen kann. Ich kann es auf jeden Fall nicht. Sonst habe ich blockierende Räder. Ich glaube, wenn man ABS anschaltet, geht es auch so spät. Aber ja, ich habe kein ABS. Und die KI sollte es eigentlich auch nicht haben. Aber sei es drum. Gegen Mercedes ist es jetzt nicht schlimm. Hat uns zwar jetzt keine Position nach vorne gebracht, aber so ist es jetzt halt. Gut. Wir verlieren gerade ein bisschen den Anschluss nach vorne. Ist auch kein DRS leider. Ja, PXR Racing komplett abgeschlagen, obwohl wir dieses Rennwochenende auf einer Ebene mit Aston Martin sind, sogar leicht besser sein sollten als die Williams. Aber vielleicht hat jetzt einfach auch dieser Kampf extrem viel Zeit gekostet, deswegen da jetzt nicht entmutigen lassen, weiter konzentriert fahren, die Pace finden. Dann schauen wir mal. Thank you.
war nicht gut gefahren. Ja, also ich komme da vorne nicht mit. Lirim können wir ein bisschen abhängen. Aber jetzt mal gucken, Rennen ist ultra lange hier, 31 Runden Singapur. Es zählt nicht umsonst als Ausdauerrennen der Formel 1, weil eine Runde halt doch so lange geht. Und bei so vielen Runden halt einfach. Unsere direkten Konkurrenten sind halt leider nicht in Sichtweite. Ja, also ich meine, das Ganze, was jetzt halt passiert ist, lässt einen natürlich auch extrem zweifeln. Vielleicht ist Singapur jetzt halt einfach auch nicht die perfekte Strecke dafür jetzt gewesen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt nicht in Erinnerung, dass Singapur eine schlechte oder schwache Strecke von mir ist. Klar, schlechte Rennen hatte ich hier zu Genüge, aber aus anderen Gründen. Aber dass mir jetzt hier generell Pace fehlt, dachte ich eigentlich jetzt eher nicht. Aber aktuell könnte es sein. So sieht es zumindest mal aus. Lirim haben wir natürlich easy in der Tasche, aber Lirim ist aktuell auch kein Gradmesser. Müssen wir halt auch leider ehrlich sein. In Real Life wäre das natürlich mehr als, aber im Spiel halt nicht. Und da wir aber nicht mal irgendwie einen Latifi vor uns sehen, bin ich gerade ein bisschen, ja, müssen wir mal gucken. Ist halt hoffen, dass wir vielleicht durch einen etwas weniger krassen Reifenabrieb vielleicht wieder uns einen Vorteil erkämpfen. Und ich glaube, das mit den Reifentemperaturen ist kein Thema. Ja, und ich muss vielleicht echt mehr, wenn es Richtung vierter Gang geht, mehr das Gaspedal durchdrücken. Ja, aber ich ist halt die Muscle Memory quasi jetzt noch so drin aus der Vergangenheit, wie ich ans Gas gehe. Aber wir können tatsächlich mittlerweile trotz aggressivem Setup deutlich aggressiver ans Gas gehen, sofern man es mit einem gezielten Shortshift verbindet. Wir kommen auch an dieses Grüppchen, so wie es scheint, gerade wieder ein bisschen ran. Vielleicht ist das auch, was im Qualifying gefehlt hat. So diese paar Prozent mehr Aggressivität, wenn es ans Gas geht. Aber das müssen wir jetzt natürlich tun. Ja? Das ist jetzt die Änderung hier. Wenn wir das nicht tun, dann fehlt uns natürlich klar Pace. Wir kämpfen jetzt da vorne. Immerhin mal DRS ist auch nicht schlecht. Wäre cool, wenn wir jetzt da drin bleiben in dem Fenster.
Ja, ganz so krass rausbeschleunigen wie der Alfa Romeo kann ich halt aber dann auch nicht. Also, ich glaube, wenn ich jetzt noch mehr oder noch früher ans Gas gehe, ich glaube, dann kann man Wheelspin. Aber darf man nicht vergessen, der Alfa Romeo ist dann doch im Ranking nochmal ein bisschen stärker. Aus dieser vorletzten Kurve oder von mir aus vorvorletzten Kurve nehmen die so viel Tempo mit. Das traue ich mir ehrlich gesagt, oder traue ich dem Auto aktuell echt nicht zu. Also ihr könnt mir schon glauben, dass ich push, ne? Es ist nicht so, dass ihr denkt, oh, hör doch jetzt mal auf hier mit der Bummelfahrt. Mach jetzt mal Attacke. Aber guck mal, was wir vor uns fährt. Ein Alfa Romeo, ein Mercedes und ein Alfa Tauri. Was mich nur so ein bisschen stutzig macht, ist, dass die Aston Martins und die Williams da vorne so krass mitschwimmen können. Und die sollten eigentlich das nicht tun können, aber ja. Ist vielleicht der Singapur-Effekt, weil hier halt echt überholen schwierig ist. Aber wir holen da als Gruppe auch gar nicht auf die auf. Nervig ist gerade, oh, das war zu spät meinerseits. Ich weiß gar nicht mehr, welche Runde wir reingehen, aber ist noch ein bisschen hin, schätze ich mal. Ich denke mal, es wird so Richtung Halbzeit sein. Runde 14, okay. Ja, das ist so ein übelster Quersteher und kommt trotzdem besser raus, ey. Ich will auch so ein gutes Auto. Fast dasselbe wie bei Lieren vorhin. Zuckt da auch nochmal dann zurück. Diesmal habe ich es aber on-track versucht. Ja, ich habe halt gesehen, er hat kein DRS. Da dachte ich, komm, dann nutzen wir es auch direkt. Warum nicht? Aktuell habe ich das Gefühl, dass unsere Reifen etwas besserer Zustand haben als der Konkurrenz. Da hinten ein bisschen mehr, aber es passt schon. Jetzt natürlich die Lücke zu Tsunoda zufahren können, wäre natürlich super, dass wir wieder DRS haben. Ja, dann können wir uns direkt nämlich gegen Joe verteidigen. Aber man sieht, wie schwierig es ist. Selbst ein Russell mit einem super starken Mercedes kommt hier nur müßig nach vorne. Vom Gefühl her würde ich sagen, die Reifen haben einen besseren Zustand. Haben auf jeden Fall jetzt es geschafft, ins DRS-Fenster zu kommen. Jetzt ein bisschen ERS aufladen. Mal gucken wir mal. Ein bisschen weit, Vorsicht. Im Curb immer gefährlich, auch mit dem Rausbeschleunigen, aber geht schon klar mit dem Setup. So, hier aufpassen. Kurzer Downshift und dann wieder ein Upshift. Vor Russell müsste jetzt Latifi sein, schätze ich jetzt mal. Sah auf jeden Fall wie ein Williams aus.
Ja, wäre schon gut, wenn wir noch den einen oder anderen direkten Konkurrenten schlagen könnten. Das Rennen ist noch lang. Aber Fehler darf mir natürlich keinen erlauben. Wie schnell fährt man sich hier einen Flügel kaputt oder so? Einmal verbremst ein Lock-up oder so. Ist in der Wand. Das war nicht gut. Ja, diese Stelle, diese letzten Kurven, die... Aber da habe ich auch im Setup irgendwie nichts Gescheites hinbekommen, was das irgendwie verbessert hätte. Bin ich ganz ehrlich. Aber vielleicht ist meine Linie da auch einfach echt nicht gut. Ja, muss ja da nicht die Schuld bei anderen Dingen suchen, bei Update oder sonst was, sondern ganz klar auch bei mir. Aber vielleicht mit der Erfahrung jetzt dann mit dem neuen Handling-Modell und so kommt das vielleicht auch alles. Wir werden sehen, wie es auf anderen Strecken ist. Ich weiß gar nicht, was nach Singapur ist. Aber vielleicht sogar Japan, ich weiß es gar nicht. Wir werden sehen. Ja, und da vielleicht auch ganz kurz zur KI-Stärke. Ne? Also ich werde jetzt jede Strecke natürlich neu gucken, wo wir sind. Immer so als Richtwert erstmal 96 nehmen, wie wir es hatten. Und dann je nachdem halt nach unten gehen, so wie es halt sinnvoll ist. Aber ich denke mal jetzt, das ist definitiv nicht zu schwach. Klar könnte man jetzt argumentieren, du fährst hier mit einem Alpha Tauri mit. Ja, aber ganz ehrlich, ich fahre hier am äußersten. Und ich habe halt einfach auch nur DRS, ne? Und wenn du bedenkst, wo jetzt die Aston Martin und die Williams fahren, die auf unserem Niveau sind, oder Williams sogar eigentlich schlechter, dann sind wir definitiv hier nicht übermächtig. Mit dem Krebs ist ja echt so eine kritische Nummer, ey. Entweder du attackierst sie oder attackierst sie nicht, aber war nicht so einfach. We're approaching the pit window now and you're gonna be on hard next time. Das war Latifi, haben wir schon fast gedacht. Habe ich nur auf Latifi geguckt und nicht auf Tsunoda, das war jetzt ein bisschen nicht gut. Hätte ich zu meinem Vorteil nutzen können, aber da war ich jetzt mit meinen Blicken leider nicht auf dem direkten Vordermann. Das sollte man eigentlich nicht machen, aber naja. Aufpassen, dass Joe da nicht rankommt. Krass ist aber, dass Zendeli so krass abkackt irgendwie. Was halt vielleicht, ne, ist nur eine Mutmaßung, was aber halt auch vielleicht deuten kann, dass halt das mein Team-Auto halt jetzt nach dem Patch noch mehr drunter gelitten hat. Das würde zumindest mal erklären, warum ich so drastisch auch schlechter bin und deswegen die KI so drastisch runtersetzen muss. Also dass vielleicht sogar im Verhältnis zum Auto das sogar falsch war, aber ey, das ist ja auch dann assi, weil laut Leistungstabelle haben wir trotzdem nicht jetzt so, sind wir jetzt nicht mit so riesem Abstand letzter. Naja, sei es drum, es ist, wie es ist. Ich meine, Zendeli ist aktuell halt wirklich nicht so stark. Ja, ich denke, an Tsunoda werden wir jetzt nicht vorbeikommen. Sollen jetzt gucken, dass wir dranbleiben. Vielleicht wirklich das ERS ein bisschen aufsparen. Vielleicht, wenn die fighten, ergibt sich eine Lücke. Ansonsten soll er halt an Latifi vorbei. Und dann gehen wir danach an Latifi vorbei. Weil ich denke, Russell gibt Latifi bereits schon kein DRS mehr. Ach so, ist besser. Zweiter und dann ganz schnell Shortshiften, dritter, vierter daraus. So, eine Runde noch, dann geht's in die Box, oder beziehungsweise zwei. Mit der Inlap eingerechnet. No tire concerns at the moment, just focus on the driving. Ey, das ist aber auch krass, dass die mich da so rausschicken. Eigentlich nicht okay gewesen. Also von mir. Ne? Weil jetzt bin ich eigentlich off-track vorbei. Also das Spiel sagt es okay. Aber er macht halt auch übelst den Dive da rein, blockiert quasi die komplette Strecke. Klar, könnte man jetzt argumentieren, was ist, wenn da eine Mauer ist, dann könntest du es auch nicht machen. Ja, ist richtig.
Aber solange das Spiel nicht sagt, Off-Track überholt, weil das macht's ja eigentlich, wenn es so wäre, geht's für mich in Ordnung, weil er hat mich ja auch von der Strecke geforst. Also ja. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir ins DS von Latifi kommen. Also eigentlich wollte ich ja hinter Tsunoda warten, aber es hat sich jetzt halt wieder angeboten. Vorsicht. Die Curbs sind zum Teil schon sehr fies hier auf der Strecke. Okay, you want to pit this lap, so push now, push. Mit frischen Harten jetzt so viel besser rausbeschleunigen kann. Das ist so unrealistisch. Die müssten eiskalt sein und so. Ah, ja. Aber genau das halt, ne? Eigentlich müsste der so Struggles gehabt haben, aber nö, er macht halt direkt Kasala hier. Ja, wie gesagt, genau deswegen habe ich auch nur Oberflächentemperatur. Weil sonst, du musst es ja diesen Nachteil irgendwie sonst ausgleichen. Euch jetzt aber bloß nicht da vorne ab und macht einen Roadblock, ja? Das kann ich nicht brauchen. Sieht so mit den Reifen aus? Ja, ist okay. Das war knapp. Ich wusste nicht mehr 60 oder 80. Gut, okay. Perfect job on the turn in there, mate. Looks like a nice stop time. We're happy with that one. Yeah, let's go. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Okay, die Harten sind jetzt sowieso hitzeresistent. Also pushen müsste man damit können sowieso ohne Ende. Jetzt Stroll vor uns, aber halt 5 Sekunden weg, ey. Haben wir mal jetzt hier Clean Air, ist vielleicht auch mal nicht verkehrt. Um direkt ein gutes Feeling zu bekommen mit den Harten. Dadurch vielleicht auch den Undercut gegen die, die jetzt eine Runde nach uns stoppen. Wie Latifi zum Beispiel. Der Undercut war mächtig, glaube ich. Sogar vor Ocon gerutscht.
Und Joe blockt jetzt Ocon auch ein bisschen. Das ist gar nicht verkehrt. Es hat viel ERS geopfert, die Runde, aber das war es mir jetzt wert, um einfach eine schnelle Outlap zu haben. So, in der Clean Air, also in der freien, nicht verwirbelten Luft, ist gerade echt angenehm zu fahren. Macht gerade echt Spaß. Auto wurde jetzt natürlich auch leichter. Wie gesagt, Singapur ist eigentlich eine coole Strecke, so ist es nicht. Ein paar Tücken auf jeden Fall. Deswegen kann ich mir, oder könnte ich mir jetzt nicht erklären, dass mir da generell Pace fehlt. Aber klar, möglich ist alles. Dann letzter Sektor finde ich ein bisschen komisch. Okay, gap to the car ahead is 2.7 seconds. Ja, alle halt quasi auf derselben Strategie, so richtig langweilig, was das angeht. Wir holen auch ein bisschen auf Stroll. Gut, wir wissen natürlich nicht, wie viel ERS jetzt er verschwendet hat und wie viel ich. Ich habe auf jeden Fall viel. Oder mehr wahrscheinlich. Show-Abstand ist ungefähr gleich geblieben. Er soll vor allem auch Ocon ein bisschen aufhalten. Weil Ocon, glaube ich, kann im Alpine richtig viel schneller. Boah, das wäre jetzt noch geil, wenn wir bis zum Ende des Rennens noch an Stroll rankommen und vielleicht sogar vorbeikommen. Ich meine, Stroll wird definitiv Zeit verlieren, sobald Russell eine Attacke startet. Also das ist vielleicht noch möglich. Dann wäre ich eigentlich auch zufrieden mit dem Rennen. Und dann hätten wir immerhin einen Williams und einen Aston Martin geschlagen. Nicht gut. Bei Abstand wird trotzdem größer. Nach hinten. Wie gesagt, also die Harten fühlen sich echt geil an, aber ich glaube einfach, weil die super geil hitzeresistent sind und das jetzt quasi dem neuen Handling-Modell echt gut entgegenkommt. Das ist hitzeresistente. Weil ich sag mal so, der Grenzbereich oder der Bewirkungsbereich, besser gesagt, von den Reifen ist jetzt viel schmaler geworden. Wo funktionieren sie und wo funktionieren sie nicht? Und ich glaube, das jetzt mit nur Oberflächentemperatur berechnete, ist halt jetzt für die Harten natürlich besser, weil der optimale Temperaturbereich der Harten ist natürlich deutlich niedriger als bei den Softs oder bei den Mediums. Und bei allen aber ist, wenn du nur Oberfläche einstellst, die Kerntemperatur auf 92 gelockt. Weil ich kann mir vorstellen, dass die Soften hier tatsächlich besser funktionieren, wenn die so bei 96, 97, 98 Grad sind im Kern. Und das könnte dann auch vielleicht diesen extremen Unterschied vielleicht erklären im Qualifying. Ich weiß es nicht. Wobei im Qualifying die Reifen auf so eine Temperatur zu bekommen, schwierig. Aber gucken mal. So, Russell ist vorne dran, das ist gut. Und wir bleiben jetzt konzentriert. Wir machen auf jeden Fall selber keinen Fehler. Oh, genau diesen Lockup will ich nicht haben. Und das ist immer mit den alten Setups jetzt, die ich davor immer gebaut habe, ständig gewesen. Halt immer noch möglich. Muss halt echt mit so viel Gefühl in die Kurven bremsen. Ist ja kein klassischer Lockup, so dass das Rad stehen bleibt. Also es ist eigentlich gar kein Lockup. Es ist halt einfach eher nur, das Ding wird zu heiß und hat einfach auf einmal keinen Grip mehr. Du lenkst halt ein und es passiert nichts. Quasi deine Lenkbewegung wird nicht umgesetzt. Habe ich jetzt leider nicht aufgeholt. Our gap to the car in front is 3.4 seconds.
es aber, dass ich die hinter mir auch auf Abstand halten kann. Das freut mich. Ja, trotzdem krass, wie viel Speed diese Aston Martins und diese Williams halt gehen. Also daran, wie gesagt, können wir uns ja echt immer wunderbar orientieren. Trotzdem noch eine nicht zu verachtende Lücke, die wir erstmal zufahren müssen hier. Ich hoffe halt, dass Stroll jetzt dann irgendwann einen Angriff startet. Das könnte uns dann ganz schnell ranbringen. Und dann würde ich ganz gerne mal versuchen, on-track vorbeizugehen, weil natürlich ist mir das ja auch nicht recht, also mehr oder weniger neben der Strecke vorbeizugehen. Das Spiel sagt, es ist in Ordnung oder nicht. Und ob der andere mich da quasi schon fast hindrückt oder nicht, ist ja egal. Schön ist halt anders. Gap ahead is 2.7 seconds. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon irgendwie auch auf die nächsten Strecken und gucken halt, wie es so ist, was sich jetzt da so verändert hat. Auch im Setup-Bau, weil wie gesagt, jetzt ein neues Setup komplett gebaut habe ich jetzt nur für die Strecke. Für die anderen habe ich das mit den alten Setups getestet. Monza, das Monza-Setup ging trotzdem irgendwie. Das war jetzt natürlich ein super dummer Lock-up. Ja, die Gefahr ist jetzt halt, finde ich, noch viel mehr da. Deswegen müssen die Setups jetzt so anders gebaut werden. Nur wegen Bremsen tatsächlich. Hauptsächlich. Aber dieses auf Sicherheit bauen, kannst du voll knicken. Da kriegt die Autos gar nicht mehr rum halt auch. Und das Bremsen ist halt das Schlimme. Es geht mit den Setups der letzten Rennen halt gar nicht gut. Also Monza war auch kritisch, aber es ging. Das ist davon der Angriff. Ich bin aber zu weit weg. Und trotzdem, dass ich jetzt dadurch ein bisschen rankomme. Bisschen DRS wieder schnuppern wäre schon ganz geil. Aber dieser rechts, die Schnelle da, muss man übelst aufpassen, nicht zu viel einzulenken. Sonst kriegst du ein übelst leichtes Heck hier. Auch die letzte Kurve in Singapur ist echt kritisch geworden. Da hat man gar nicht so viel Grip, da muss man echt auf den Lenkwinkel ein bisschen auch achten. Deswegen bleibe ich da oftmals auch gerade einfach im sechsten Gang und gehe gar nicht im fünften runter. Was ich früher sonst immer gemacht hätte. So, jetzt hoffe ich halt für uns, dass Russell direkt wegzieht, damit ja, Stroll kein DRS hat und wir dann schon. Wird eh schwierig genug, glaube ich, gegen den Aston Martin Topspeed technisch dagegen anzustinken, aber erstmal müssen wir natürlich auch ins DRS-Fenster kommen. Aber come on, ey, wir müssen doch schneller sein als Stroll. Das gibt's auch nicht sonst. Also bis jetzt auch die paar, ich sag jetzt mal, ich nenne es jetzt einfach Lockups, ne? Also weil ich jetzt einfach keinen anderen Begriff habe. Gripverlust beim Anbremsen, keine Ahnung. Bis auf die Dinge, die man nicht immer vermeiden kann, finde ich. Die ich nicht immer vermeiden kann auf jeden Fall. Mache ich hier ein richtig gutes Rennen gerade. Ich push auch übelst am Limit, ich sag's euch. Also. Geht nur noch eine Stufe höher tatsächlich und dann ist aber die Gefahr, dass ich in die Wand schepper, ganz schön groß.
wenn ich irgendwelchen Kauderwelsch laber, dann ist es daran, dass ich gerade gar keine Konzentration ins Reden stecke, sondern das eher wie eine Drance gerade mache. Voll in Fahr drin bin. So, jetzt bin ich in unter einer Sekunde natürlich nicht beim Messpunkt gewesen, aber das ist schon mal gut, wenn wir das jetzt halten können, wären wir... Fällt, guck mal, wie Russell wegzieht, ne? Das siehst du halt, wie viel schneller dieser Mercedes hätte können die ganze Zeit, aber wenn du hier halt im Feld feststeckst, das ist der Wahnsinn. Singapur ist echt mit Überholen nicht so easy. Einfacher als Monaco, aber trotzdem. Oh, Rennen ist noch lang genug, so ist es nicht. Also deswegen nicht ablenken lassen, konzentriert bleiben. Stichwort Zandvoort. Das wird uns oder wird mir jetzt ewig nachhängen. So, wir haben DRS, wenn auch nur knapp. Ja, und Reifenmanagement technisch, ich glaube, die Stärke haben wir weiterhin. Und vielleicht auch wieder gegen Ende des Rennens haben wir auch diesen Reifenvorteil gegenüber der Konkurrenz. Mal schauen. Angriff. Wir ziehen uns erst noch mal. Das Stroll muss drin sein in dem Rennen auf jeden Fall. Den Angriff bereiten wir uns jetzt vor und dann ziehen wir ihn durch. Ja, über diesen einen inneren Körper fahren, das geht einfach nicht. Wenn ich das mache, drehe ich mich auf jeden Fall weg. Egal wie hoch das Auto ist oder weich gefedert es ist. Ja, wie gesagt, die Spin-Gefahr ist deutlich geringer geworden. Ich muss aber auch sagen, dass ich mich auf dieses Rennen quasi unfreiwillig mehr vorbereitet habe als auf alle anderen Rennen. Und hier echt viel ausprobiert habe und ich die ganzen kritischen Stellen in- und auswendig kenne jetzt. Und die Teufel tue, diese Fehler zu machen. Zum Beispiel da letzte Kurve, der Körper außen, darfst du nicht mit dem Unterboden treffen. Sonst drehst du dich auch direkt weg. Deswegen aber auch generell einfach diese etwas höhere Fahrwerkgeschichte. Dass du viele Curves einfach wegschlucken kannst. Wir haben einfach zu wenig ERS, das bringt nichts. Wenn ich jetzt vorbeigehe, dann passiert er mich kurz danach gleich wieder. Wir müssen ein bisschen ERS noch sparen. So blöd es ist, aber... Ich will, wenn ich vorbeigehe, will ich vorbei sein und nicht noch einen ewigen Zweikampf führen und dadurch vielleicht die hinten dran wieder ranbringen oder so. Deswegen taktisch und dann einmal richtig und dann ist gut. Bisschen an der Wand geschrappt. War halb so wild. Ich
So, jetzt holen wir ihn uns aber. Sehr schnell, ey. Wir holen ihn uns nicht. Krass. Okay, keine Schnitte, ey. Die Topspeed ist ja mal heftig von dem Aston Martin. Deswegen hat Russell sich auch so lange dran aufgehalten, glaube ich. Uff. Also wir haben noch ein paar Besucher. Aye, Mark. Aye. Jetzt sind wir aber näher dran, komm. Diesmal war es on track. Diesmal machen wir es schön. Das habe ich nur halt übelst wie RS opfern müssen dafür, aber komm, clean air ein bisschen und let's go. Green flag. Da wäre fast so weit gewesen mit einem Dreher, aber wie gesagt, mittlerweile kann man es ein bisschen abfangen, auch wenn es trotzdem natürlich Zeit kostet. Ja, da vorne ist, glaube ich, ein Train mit Vettel und wahrscheinlich ist da Alex auch mit dabei, aber die sind jetzt natürlich zu weit weg, als dass wir die Lücke noch zufahren. Und solange da Russell auch nicht vorbeigeht, glaube ich, werden wir da auch keine Schnitte haben. Aber jetzt gucken wir mal. Geil ist auf jeden Fall, guck mal, wie krass wir uns direkt von Stroll distanzieren können. Was das ausmacht mit jetzt vielleicht etwas besser gemanagten Reifen und einfach dieser Clean Air. Und natürlich auch diesem etwas leichter gewordenen Auto. Da müssen wir halt vielleicht auch nochmal ein bisschen dann forschen für die kommende Saison Treibstoffeffizienz, dass wir einfach von Anfang an deutlich weniger Sprit mitnehmen können und einfach von Anfang an leichter sind. Weil Gewicht, Fahrzeuggewicht sollte man echt nicht unterschätzen. Weil ich habe immer das Gefühl, sobald unser Auto leichter ist, also ne, natürlich, die Autos der Konkurrenz werden auch leichter, aber ich habe immer das Gefühl, dann sind wir verhältnismäßig nochmals stärker als zu Rennbeginn. So, und jetzt Stroll am besten aber gar nicht mehr ins DS-Fenster kommen lassen. Deswegen konzentriert weiterfahren und einfach im obligatorischen Tunnel bleiben. Und das bis zur letzten, beziehungsweise bis zur Zielüberfahrt, ne? Den Scheiß, das mache ich nicht nochmal, wie in Zandvoort, das könnt ihr euch sicher sein.
Ich glaube, wir haben viele Fehler, oder ich habe viele Fehler gemacht diese Saison. Aber die mache ich alle nur einmal. Und langsam habe ich, glaube ich, auch dann alle mal gemacht. Bis auch vielleicht ein dummes Überholmanöver mit Flügel abrasiert oder so. Dazu, also das mache ich eigentlich eh nicht. Auch wenn manche das manchmal anraten, dass ich zu unaggressiv fahre. Aber dann denke ich immer so, ne, da muss ich mit dem Kopf schütteln. Also es ist lieb gemeint natürlich, diese Tipps in den Kommentaren. Aber da lasse ich mir, glaube ich, nicht reinreden. Ich glaube, das ist eine meiner größten Stärken, die Racecraft. Zu wissen, wann, wie, wo und ans große Ganze denken. Natürlich kann man um Positionen fighten, aber es ist immer noch ein Gesamtrennen und dann muss man manchmal auch an die Endposition denken und dann muss man immer wissen, welche Zweikämpfe machen Sinn und welche nicht. Deswegen, das kritisiere ich ja so ein bisschen an der KI an, dass sie halt gefühlt in jede Lücke versucht zu stechen. Wenn du als menschlicher Fahrer da nicht ausweichst, dann kracht's halt. Aber das ist halt eigentlich, so kann es halt nicht sein. Vorne komme ich natürlich jetzt nicht ran. Die gehen zu krasses Tempo. Wer ist denn da alles mit dabei? Aber von der Dreiergruppe da vorne gibt doch Alex das Tempo an. Das ist unglaublich. Wie schnell kann er bitte sein? Also das finde ich schon echt heftig. Dass sie sich natürlich gegenseitig mit DRS pushen, ist klar. Aber der da ganz vorne ja eigentlich nicht. Sogar raus, okay. Ja, kein gutes Rennen von ihm, kein gutes Wochenende von ihm. So, jetzt müssen wir gucken. Ja, da vorne kommen wir auf keinen Fall mehr ran. Jetzt müssen wir aber gucken, dass wir, wie gesagt, sauber durchfahren und Stroll keine Chance mehr lassen, weil meistens ist ja so, dass die am Ende nochmal ihr ganzes ERS-Arsenal rausballern und dann kann es natürlich schon sein, dass Stroll da jetzt am Ende nochmal richtig rangeschossen kommt. Deswegen sollten wir da jetzt bloß nicht das Tempo rausnehmen. Ja, schade, dass sie da vorne nicht ein bisschen mehr fighten. Aber ist krass, ne? Wir kommen da nicht ran. Also wenn ich das richtig sehe, ist halt vor Vettel Alex. Und wenn vor Vettel Alex ist, dann krasses Tempo, weil er bestimmt quasi das Tempo dieser Gruppe. Dass Russell natürlich schneller kann, ist glaube ich klar, aber Vorsicht. So langsam merke ich, habe auch den Grip auf der Vorderachse, dass der nicht mehr so geil ist. Ja, ich merke es gerade, Marc. Ich merke es, Marc, gerade auf der Vorderachse. Der Abtrieb auf der Vorderachse ist halt nun mal gerade ein bisschen höher. Nicht viel, aber man merkt es trotzdem. Ne, da vorne kann ich selber echt nicht mitgehen. Leck so funny, ey. Gehen die ein krasses Tempo an. Stroll kann ich echt auf Abstand halten, was ich cool finde, dass wir immerhin gegen ihn. Aber gegen Alex und Williams und Vettel im Aston, no chance, ey, in dem Rennen. Von der Pace her. Also zu schwach ist es definitiv nicht gestellt, seien wir ehrlich. Ich denke, es war genau richtig eingestellt. Eine gute Mischung aus Anspruch und, ja, Spaß. Nennen wir es mal so. Ja, und so müssen wir jetzt halt leider jedes Rennwochenende jetzt erstmal in nächster Zeit gucken, wie wir die KI-Stärke anpassen. Ich werde es immer ganz kurz einfach sagen, aber ich werde es in der Zukunft nicht groß das thematisieren. Ich gucke, wie es in den Trainings ist, versuche da ein bisschen abzuleiten, dann im Quali und dann davon nochmal abzuleiten fürs Rennen, sodass wir auf jeden Fall coole, spannende Rennen haben. Und ich denke mal, das war heute auf jeden Fall, ne, gemessen daran, wo wir stehen. Wir sind halt immer noch ganz hinten leider. Ich denke mal, das wird sich zur kommenden Saison dann natürlich ändern, dass wir da dann Mittelfeld angreifen. Aber aktuell ist es halt so, ich meine, klar,
ist vielleicht nicht immer super spannend, aber ich finde jetzt von meiner Perspektive aus war das ein richtig gutes Rennen. Und wenn das so ausgeht, wenn wir das so über die Ziellinie bringen, dann... ist es, glaube ich, ein Top-Ergebnis. Also gut, wir haben zwei direkte Konkurrenten nicht geschlagen, zwei anderen wiederum geschlagen, aus einer sehr schlechten Position. Okay, this is your final lap of the race. Okay, jetzt kommt doch noch der Angriff da vorne, aber wir sind natürlich viel zu weit weg. Wenn wir jetzt nicht ständig hin und her fighten, werden wir da nicht mehr in Position kommen. Ich meine, klar, wir wissen natürlich jetzt auch nicht, wie der Zustand der Autos der anderen ist. Vielleicht ist Stroll auch, ne, hat schon viele ältere Komponenten. Ich habe ziemlich ja ausgetauscht. Ich habe jetzt ziemlich so das Getriebe. Warum ist Getriebe so schlecht? Habe ich das nicht gewechselt? Ich dachte, das Getriebe habe ich auch gewechselt. Dann will ich nichts gesagt haben. Ich dachte, das Getriebe habe ich auch gewechselt. Habe ich wohl vergessen. Aber daran hat es nicht gelegen. Im Sprit können wir mal gucken. Ja, da haben wir mehr als genug dabei, okay. Also war ein bisschen unnötig, so viel mitzunehmen. Alles Gewicht, was wir unnötig mitschleppen. Aber ne, wissen wir halt alles nicht, wie das Kräfteverhältnis ist, aber ich denke... wie schon gesagt, so einfach habe ich es mir definitiv hier nicht gemacht. So, Feuerwerk ist natürlich schon längs am Start. Vorsicht, die Curbs sind zum Teil echt giftig. So, ja, Platz 16 nehme ich gerne mit, bin ich zufrieden mit. Also damit kann ich leben. Definitiv. Ja, Russell, auch starkes Rennen auf jeden Fall. Es ist halt super schwierig, ne? An Russell hat man es jetzt gut gesehen. Selbst wenn du die Pace hast. Spektakulärer Sieg und damit ist die Meisterschaft entschieden. Es war eine phänomenale Saison und den Applaus vom Publikum haben sie sich eindeutig verdient. Stefan, was hat heute den Unterschied gemacht? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Hier kommen unsere Sieger. Ein spannendes Rennen und eine gewaltige Leistung von Ferrari. Die Geschichte des Teams ist bekannt und es ist keine Überraschung für Fans auf der ganzen Welt, dass sie heute hier wieder an der Spitze stehen. Schauen wir uns an, wie sich die Fahrerwertung verändert hat. Charles Leclerc, der momentan die Meisterschaft anführt, baut seinen Vorsprung mit diesem Resultat noch weiter aus. Wir haben heute einige beeindruckende Leistungen auf der Strecke gesehen, Stefan. Aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Das ist für mich ohne Frage George Russell. Was für eine Leistung. Er kann zu Recht stolz darauf sein, was er heute da draußen vollbracht hat. Ferrari hat sich nun endgültig von der Konkurrenz abgesetzt und ist nicht mehr einzuholen. Der Sieg in der Konstrukteursweltmeisterschaft ist ein weiterer Triumph für das italienische Traditionsteam. Und ebenso gute Arbeit von Aston Martin an diesem Wochenende. Sie machen einen weiteren Sprung nach vorn. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, ich sag's nochmal, also ich wäre mir dann nicht so sicher, ob Ferrari wirklich schon sicher Konstrukteursmeister ist, weil Aston Martin ist weiter auf dem Vormarsch. Ey, so ein lustiger Bug.
Sag ich jetzt einfach mal. So wie die einzig wahre. Ja, gucken wir mal. Gefahrene Rundenzeit. Da haben wir sogar eine relativ schnelle geschafft im Vergleich zu Vettel und Albon. Aber ich glaube, das war mit DRS und sonstiges. Wir können ja mal gucken. Würde mich jetzt einmal interessieren, wann wir das denn gefahren sind, diese Rundenzeit. Was war das? 42 irgendwas, ne? Frisch mit den Harten wahrscheinlich. 42,2, genau. Da haben wir frisch. Da hat sich auch richtig geil angefühlt. Frische Luft und so. Und dann konnten wir da richtig ballern. Und jetzt ist die Frage, wann sind die das gefahren? Die sind halt die ganze Zeit im... Oh, können wir gar nicht angucken von denen. Das ist ja schade. Konnten wir doch als immer. Eigene so Boxenstopps, okay. Dass die halt im Verkehr die ganze Zeit waren. Deswegen... Ja, schade. Ich hätte es gern gesehen. Das geht aber scheinbar nicht mehr. Schade. Ja, sei es drum. Wie gesagt, ich mach da jetzt keinen riesen Fass auf mit dem Thema. Es ist, wie es ist. Wir gucken mal. Ich denke mal, dass wir hoffentlich in ein paar Wochen auch schon das Update bekommen mit der KI. Und vielleicht löst es dann auch die vielen Probleme. Solange werde ich jetzt einfach von Rennen zu Rennen schauen und versuchen, die KI-Stärke irgendwie zu balancen. Ich denke, heute war das okay. Also zu leicht habe ich es mir definitiv nicht gemacht. Zu schwer, was denke ich jetzt auch nicht. Von dem her war es ganz okay. Schade natürlich ums Qualifying, schlechtes Ergebnis. Und schade natürlich auch drum, dass ich den Start wirklich verschlafen habe. Einfach die falsche Taste gedrückt habe. Und ja, bei Qualifying muss man ja fair sein. Habe ich die Runde auch nicht zusammenbekommen. Also von dem her alles cool. Ja, gucken wir mal, wie es im nächsten Rennwochenende läuft. Ich bin, wie gesagt, zufrieden. 16. Platz. Haben einige hinter uns gelassen, gerade auch gegen Joe und gegen Tsunoda haben wir echt gut gegenhalten können und auch dann Stroll distanzieren können, das ist auch nicht schlecht. Also von dem her, mal gucken, zu Vettel und so ein Alexander Albon fehlt uns halt irgendwie noch ein bisschen was in der Gesamtspeed, aber vielleicht dann beim nächsten Rennwochenende, wie immer. Das Ziel ist es halt natürlich, die direkten Konkurrenten zu schlagen irgendwo und natürlich dann vielleicht durch Taktik oder eben durch Safety-Car-Phasen oder sowas einen Vorteil rauszuziehen und dann ist auch wie die Saison auch schon dreimal gelungen, in die Punkte zu fahren. Und vielleicht gelingt uns das ja auch nochmal in den letzten Rennen der Saison. So oder so, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Däumchen nach oben da. Ich freue mich natürlich auch über Feedback in den Kommentaren. Ich lasse dich nochmal mit den Highlights alleine. Und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.